Es gab einen britischen Mathematiker, der hieß George Spencer Brown. Und der hat ein sehr interessantes Buch über Logik geschrieben. Und das hieß Laws of Form. Das heißt, er hat aufmerksam gemacht, dass alles, was ausgedrückt wird, in einer gewissen Form ausgedrückt wird. Er sagt, jetzt wollen wir uns nicht mit dem Inhalt beschäftigen, sondern mit der Form, in der der Inhalt ausgedrückt wird. Und dieses Law of Form Buch war ein sehr interessantes logisches Buch, in dem er eine ganz neue Logik und einen Formalismus entwickelt hat. Dieses Buch hat man dem Stuart Brand geschickt, der ja damals The Whole Earth Katalog herausgegeben hat, also ein Buch, was sehr viel gelesen, sehr populär war und sehr interessante Bücher immer besprochen hat. Und der Stuart Brand hat das Buch angeschaut, das ist sehr interessant, aber ich verstehe kein Wort. Hat er also seinen Freunden geschickt, hat es Gregory Bateson geschickt. Und der Bateson hat geschickt, das ist ein sehr interessantes Buch, aber ich verstehe kein Wort. Und da hat es noch von anderen Leuten geschickt, die haben aber immer dieselbe Antwort geschickt. Und er hat gesagt, na, wer wird es denn verstehen? Er versucht doch dem Heinz von Förster zu schicken. So hat er mir das Buch geschickt. Ich fand es großartig, ich habe es sehr gut verstanden. Geschult vom Wiener Kreis und ähnlichen logischen Schulen, habe ich das Buch mit großem Vergnügen gelesen und habe eine sehr positive Book Review geschrieben. Und die hat das Stuart Brand auch publiziert und darauf hat das Buch, ist ein Bestseller in Amerika geworden. Weil dann hat er gesagt, das muss ich mir kaufen, das muss ich mir jetzt kaufen.